Hallo und herzlich willkommen bei Virtual Shoes und einer neuen Folge Creativerse. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Unser Tempel wächst in die Höhe Stück für Stück. Und jetzt sind wir hier, so sag ich mal, bei einem Bereich Außenterrasse. Es wird so die vorletzte Ebene werden, sage ich mal. Guckt euch das mal an, Alter, das ist schon übel. Ich habe hier mal ein bisschen Gehweg gemacht. Ich habe das hier auch soweit zugepflastert. Jetzt brauche ich natürlich noch ein paar Utensilien, um diese kleine Ecke hier zu machen. Aber ich habe gar nicht mehr so viel. Deswegen warte mal kurz noch was ab, bis die Prozessoren durchlaufen. Und dann geht's los. Solange können wir hier versuchen, nur die Ecke irgendwie nett zu gestalten. Das heißt, ja gut, mir fehlt halt die Treppe. Entschuldigung. Die Treppe, leider Gottes. Der kommt so. Aber es scheint so seine Richtigkeit zu haben. Fast. Wir können ja das in dem Fall sogar so halten, handhaben. Wäre jetzt auch nicht so verkehrt, oder? Ja, hier einfach um die Ecke. Da würde dann wieder die Treppe hinkommen. Ja, doch, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Glaube ich. Kommt das denn hin? So, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ich habe keine Ahnung. Ja, das muss man gleich mal gucken. Ich hole mir mal die Materialien, mal gucken, ob was durchgelaufen ist. Mir ging es ja darum, dass ich keine Roads, keine Stone Roads mehr habe, um halt Treppen zu machen. Ein bisschen doof. Gehen wir hier hinten. Ja, ich die alle mal angeschmissen. Da kommen auch jetzt gut was zustande schon mal. Und den hat es jetzt echt gehapert. Ups. Ja, das läuft auch schon mal gut durch. Hier brauchen wir auf alle Fälle nochmal eine Sohne. So. On the road, würde ich mal sagen. Gib ihn, Alter. Von unten sieht es auf jeden Fall schon krass aus. Auch mit diesen verschiedenen Elementen gefällt mir gut. Nur, dass es echt verdammt hoch ist. Aufladen und weiter geht's. Die wilde Fahrt. So. Dann setzen wir mal den hier hin. Gucken wir uns das mal an. Das hier, das. Hier ist ein Fehler. Da ist der Fehler. Okay, ich verstehe. Oder eigentlich auch nicht. Nee, doch, der muss. Hä? Habe ich hier den Fehler? Der liegt auf dem roten. Das passt ja. Der ist auch nicht mittig. Ah, ich verstehe. Weil der muss über den roten zurückgehen. Ja, doch, hier ist ein Fehler. Okay. So muss das sein. Ich hatte das jetzt ja nur so hier erstmal hingesetzt, damit ich das hier wenigstens ein bisschen zu hatte. Wollte euch quasi ein wenig ersparen. Hat nicht ganz funktioniert. So. Gut, passiert. Zack. Zack. Und so.
Genau, da hatten wir jetzt ja kein nichts dazwischen, weil da war ja auch nichts. Jetzt habe ich hier halt, ich setze einfach mal so den hier rein. Bumm. Okay. Lustig. Lustig, ärgerlich im Endeffekt. Dabei dachte ich, wäre hier cool. Hat nicht ganz geklappt. Machen wir das hier an der Ecke einfach mal ein bisschen anders, weil der so weit zurückgehen muss. Ja, lassen wir erstmal so stehen. So, so. So. Das tut's ja auch. Aber hier an der Stelle müssen die noch raus. Okay. So, das heißt, der hier ist natürlich auch falsch. Weil der kommt dann dahin. Und dahin. Und hier dann die normale Treppe. Lustig, der eine halbe macht's aus. Hierfür brauchte ich den einen. Hierfür bräuchte ich eigentlich auch noch mal was. Aber das sieht doch schon mal gut aus. Das haben wir jetzt hinter uns gebracht. Im Endeffekt, das sollte soweit alles auch seine Richtigkeit haben. Hier steht alles, das ist gut. Und hier steht auch alles soweit. Okay. Das ist ja manchmal gar nicht so leicht. Und hier kommt dann noch eine Säule hin. Hinter die Treppe. Passt. Ich mache mal hier vielleicht noch einen Weg. Weil wer weiß, wie weit die breit die Säule noch wird. Da drei, dann machen wir hier auch mal drei. Fehlt ja dann einer, ist klar. Ja, und dann, das wird sowieso noch ein Akt, dann die Blueprints zu erstellen. Da müssen wir uns dann wahrscheinlich mal so Hilfssteine setzen, wo die drauf kommen. So. Läuft doch. Ja, und jetzt? Ich weiß es nicht. Okay, da haben wir auf jeden Fall eine Säule. Das heißt, wir gehen da so schon mal rum. Sagen wir, versuchen erstmal hier die Säule dementsprechend schick zu machen, weil so alleine reicht es mir ja nicht. Das so nach vorne holen vielleicht. So. Wäre jetzt nicht verkehrt, ne? Den nehmen wir noch mal raus. Wir sparen ja da, wo wir können. Versuche jetzt hier erstmal einen Abschnitt fertig zu machen. So. So, warte, 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 warte. Hier haben wir den ersten Außen. Jetzt muss ich gucken, natürlich, dass das hier passt. Das ist auch der erste Außen. Hier muss erstmal wieder Treppe hin. Das ist kompliziert, ich weiß.
Dann passt das hier schon nicht mehr. Ein, zwei große, zwei kleine. Okay, dann lassen wir das nochmal so stehen. Kompliziert als nötig. Ungelogen. Aber gerade das macht es ja meistens aus. Okay. Ist doch schon mal ein Anfang. Ein Anfang für nichts. Nee, natürlich ist das schon mal ordentlich was. So, 1, 2, 3, gehen wir noch hoch. 1, 2, 3. 1, 2, 3. So, das Ganze jetzt hier auch nochmal. Haben wir ja erst. Wie haben wir denn jetzt hier? 3, doch. 1, 2, 3. Kommt das hin? Ich glaube, das kommt hin. Ich komme nicht mehr ran. Hilfe! Ich bin noch nicht durch mit euch. Lassen wir mal so stehen. Ja, der ist natürlich wäre falsch. Dann müssen wir hier vorne rangehen. What? Frag mich nicht wieso. Wieso? Frag nicht. Wieso? Okay. Das ist gut, dass ich jetzt die zwei Ecken noch habe. Also wir so machen. Gucken, ob das gleich nach was aussieht. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher. Also die Ecke da ist übrigens auch falsch gesetzt. Na, wir probieren es mal hier. So wäre es richtig.
Ist eigentlich nicht schlecht, finde ich. Hat was. Offen, aber nicht zu offen. Das hier müssen auf jeden Fall auch noch mal Ecken hin. Und hier brauchen wir halt noch mal Treppe. Wo ich die hier schon fast wieder weglassen würde. Und lieber stattdessen noch mal gut reinknalle. Zum Füllen. Ah, guck mal, die gehen nicht auf. Okay, und hier kommt dann wieder Dach. Na, das müssen wir dann gleich erst nochmal machen. Da will ich aber wieder eins von den unteren haben wollen. Aber bis dato müssen wir erstmal alle hinziehen, ne? Das ist ja jetzt auch schon mal wieder ein Akt. Vor allen Dingen hier an dieser Position gar nicht so einfach, wenn wir hier so über Eck gehen. Ich nutze sie mal einheitlich. Ist ja jetzt da nicht weggenommen, egal. Oder wollen wir mal nett sein und das hier auch noch mal rausholen? Bisschen sparsamer. Zwei, drei, eins, zwei, drei, das passt schon mal. Kommt jetzt hier der Zaun hin. Da geht es auch ein bisschen besser auf. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Man muss ja halt immer mit den Gegebenheiten kämpfen, die man hat. Also die ersten Grundsteinlege mache ich mir Gedanken über, sag ich mal, 20 Blöcke nach oben, aber nicht über 50 oder 60. Ich hoffe, das sei mir verziehen. Ach ne, guck mal, ist ja auch nur einer. Ha, dann passt das ja genau. Komme ich dann nicht mehr hinter. Also. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, und im Endeffekt sind es da jetzt nochmal drei und drei. Also sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, passt. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. So geht es natürlich auch, ne? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Dadurch brechen wir immer hier die Licht. Das Licht. Ah, hier sogar so runtersetzen. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6. Zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ich brauche ja nicht zählen. Jetzt weiß ich ja, dass es passt. Schon auf jeden Fall nochmal die Ecken holen. Die richtige Höhe.
Jupp. Sagt denn der Tacho? Wir haben die 20 Minuten erreicht, aber ich wollte schon mein Probe kommen, aber gut voran. Aber nee, Zeit ist um. Ja, ich setze jetzt hier noch hier schnell den Kringel. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt hier auf der richtigen Höhe bin. Ich glaube aber schon. Ja, an der Ecke können wir halt nicht dran ändern, nicht dran rückeln. 1, 2, 3, 4, 5, okay. 2, 3, 4, 5. Okay, läuft. Cool. Damit wir hier für die nächste Folge auf jeden Fall wissen, da fehlt was. Also, noch nicht ganz weitergekommen, das machen wir noch schnell. Ich wollte gerade sagen, so schnell kann das doch nicht gewesen sein, aber es ist gar nicht mehr so viel. Zack, hier rum, dahin. Die drei Dinger kriegen wir auch noch auf die Schnelle hin. 2, 3. Nicht einer hat getroffen, egal. So. Nee, also ich bin, muss ja zugeben, ein bisschen zufrieden. Hier werde ich mir noch die kleinen weißen Ecken rausholen. Und da brauchen wir dann nochmal die Holzecken. Gucken uns das Thema mal ganz schnell an. Sieht doch schon mal nicht schlecht aus, wenn man hier so lang fliegt. Krasse Bauweise, viel Geslebbe. Aber gut. Muss sein, deswegen sage ich mal ganz herzlichen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefällt, dann ruhig runter in die Kommentare, liken, teilen, abonnieren, Glocke auch klingeln. Irgendwann kommt dann noch mehr dazu an dieser Endbesprechung, was man noch alles anklicken kann. E-Mail-Bestätigung, whatever, keine Ahnung. Irgendwo bin ich jetzt auf die falsche Taste gekommen, ich bin falsch hier. So. Danke und tschüss.